الحديث الثامن الحديث الثامن haben wir. الحديث التاسع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Abu Huraira überliefert, über den Namen von Abu Huraira ist man sich sehr uneinig. Aber das, was einige von ihnen hier aussuchen, ist, dass er Abdurrahman ibn Sakhr hieß. Abdurrahman ibn Sakhr. Er sagt, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, was ich euch untersagt habe, das vermeidet. Was ich euch befohlen habe, so führt davon aus, was ihr vermögt. Das, was diejenigen zugrunde gehen ließ, die vor euch kamen, war nur die Vielzahl ihrer Fragestellungen und ihre Kontroverse mit den Propheten, die zu ihnen gekommen waren. Dieser Hadith ist auch ein Asl, denn aus ihm leiten sich einige Qawaid ab. Eine der Qawaid, die sich hier ableitet aus diesem Hadith, speziell der Aussage des Propheten, was ich euch befohlen habe, so führt davon aus, was ihr vermögt. Annahu la wajiba illa ma'al qudra. La wajib illa ma'al qudra. Es besteht keine Pflicht, wenn man nicht dazu vermögend ist. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit der Möglichkeit ist nicht gemeint, manche denken das nämlich so, mit der Möglichkeit ist nicht gemeint, yani die Lust oder so, mit der Möglichkeit ist gemeint, dass man die, beispielsweise die nötigen Kräfte dazu hat, körperlichen Kräfte, oder die nötigen körperlichen Glieder dafür hat, oder das nötige finanzielle Hab und Gut dafür hat. Das ist hiermit gemeint. La wajib illa ma'al qudra. Eine Pflicht besteht nur, wenn die Qudra da ist. Also die Möglichkeit, sie auszuführen. Deswegen sagt Allah Ta'ala, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala bürdet einer Seele nur auf, was sie tragen kann, was sie ausführen kann. Da gibt es auch so einen Satz, den die Usuliyun erwähnen. La taklifa bima la yutaq. La taklif bima la yutaq. Es gibt keinen Taklif in Dingen, die nicht tragbar sind vom Menschen. Eine weitere Regel, die sich aus dem Hadith ableitet, ist Al-Maisuru la yasqutu bil-Ma'sur. Was heißt das? Das heißt, Dinge, die man ausführen kann, fallen nicht aus wegen Dingen, die man nicht ausführen kann. Was heißt das genau? Durch Beispiele versteht ihr das besser. Wer nur einen Teil der Fatiha kann, er kann nur einen Teil der Fatiha, die ersten drei Verse, entfällt die gänzliche Fatiha für ihn? Oder muss er diese drei noch lesen? Er muss die drei lesen. Warum? Al-Maisur la yasqutu bil-Ma'sur. Das, was er ausführen kann, fällt nicht weg wegen dem, was er nicht mehr ausführen kann. Oder ein anderes Beispiel. Jemand hat einen getrennten Arm. Sein Arm ist hier in der Mitte abgetrennt. Den Rest muss er ihn noch waschen. Er muss ihn waschen, den Rest. Da jemand anderes Beispiel. Die Zakatul Fitr. Er hat nicht das ganze, er kann nicht die ganze Zakatul Fitr rausgeben, sondern nur einen Teil davon. Muss er das machen? Muss er machen. Er muss nur das rausgeben, was er rausgeben kann. Da bei der normalen Zakat, nicht die Zakatul Fitr, die normale Zakat, bei ihr auch. Bei ihr geht es ja gar nicht. Da geht es gar nicht. Denn wenn der Nisab nicht erfüllt ist, gibt es auch keine Zakat.
Übrigens, letztens hat ein Bruder eine Frage gestellt. Darf man die Zakat eigentlich vorzeitig auszahlen? Beispielsweise, du hast im Monat Januar, ist ein Jahr über dein angespartes Geld gegangen und du wolltest eigentlich schon, nach einem halben Jahr hattest du schon den Nisab erreicht. Der Nisab ist so circa 3000 Euro im Moment, wenn man vom Gold ausgeht. Du hattest 4000 Euro nach einem halben Jahr schon. Darfst du jetzt schon die Zakat auszahlen? Also wir müssen, da gibt es eine Regel auch im Prinzip, das sagt, man darf eine Ibadah, beachte bitte, es gibt zwei Dinge. Es gibt einmal Bedingungen der Pflicht, Shartul Wujub, und es gibt einmal den sogenannten Sababul Wujub, Ursache der Pflicht. Okay? Es gibt Ursachen der Pflicht, also das heißt, wenn diese Zustände gegeben sind, ist die Handlung zur Pflicht geworden. Dann gibt es aber nochmal Bedingungen für die Pflicht. Das heißt, die Ursache ist da, aber die Pflicht ist noch an weitere Bedingungen geknüpft. Man darf eine Ibadah ausführen, wenn die Ursache der Pflicht gegeben ist, selbst wenn noch nicht die Bedingung gegeben ist. Ein Beispiel, sagen wir es mal so, der Nisab ist die Ursache der Pflicht. Der Nisab ist die Ursache der Pflicht. Die Bedingung aber ist, dass ein Jahr abstreicht. Du darfst eine Ibadah nach dem Bestehen der Ursache und noch vor dem Eintreten oder vor dem Bestehen der Bedingung ausführen. Das heißt, ich darf die Zakat zahlen, auch schon vor einem Jahr, wenn der Nisab erreicht ist. Besonders dann, wenn es eine gewisse Notsituationen oder gewisse Umstände gibt, die das fordern. Ich gebe ein anderes Beispiel dafür. Al-Kaffaratu fil Yamin. Kaffaratu al-Yamin. Wie nennt man die Kaffara auf Deutsch? Sühne. Die Sühneleistung für den Schwur. Ist die verpflichtend oder nicht? Ja. Eine Pflicht. Was ist die Ursache der Pflicht? Das Lügen beim Sprechen. Die Ursache ist der Schwur selbst. Aber die Bedingung, Shartul Wujub, dass man ihn bricht. Jetzt, wenn wir die Regel anwenden, die ich eben genannt habe, dann stellt sich die Frage, ich habe etwas geschworen und ich möchte diesen Schwur brechen, weil ich beispielsweise gesehen habe, etwas anderes ist besser. Es ist besser, dass ich mich nicht daran halte. Darf ich die Kaffara leisten, die Sühneleistung zahlen, noch bevor ich den Schwur gebrochen habe? Beispielsweise, du nicht. Beispielsweise, ich schwöre, ich werde bei Zaid nicht mehr eintreten. Ich werde nicht mehr zu ihm nach Hause gehen. Und dann am nächsten Tag denke ich mir, es wäre doch besser, wenn ich zu ihm gehe. Ich bin noch nicht hingegangen, weil der Schwur wird ja erst gebrochen, wenn ich dort hingegangen bin. Ich bin noch bei mir zu Hause und denke mir, ich will diesen Schwur brechen. Darf ich schon, bevor ich das getan habe, die Kaffara leisten oder nicht? Ja. Entsprechend der Regel, ja. Entsprechend der Regel, die wir eben genannt haben, ist das möglich. Tayyib. Ich glaube, Ibn Rajab drückt sie so aus: Yajuzu taqdimu al-ibada ala sharti wujubiha la sababiha. Okay. Dieser Hadith, den wir hier vor uns haben,
Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen, was ich euch untersagt habe, das meidet. Dieser Hadith hat eine Ursache. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn aus einem bestimmten, diese Worte aus einem bestimmten Anlass ausgesprochen. Und zwar wird überliefert, bei Muslim wird dieser Anlass überliefert, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er ihnen gesagt hatte, ja, ayyun nas hujju, o ihr Menschen, führt den Hajj aus. Das ist eine Aufforderung. Das ist eine Aufforderung, etwas zu tun. Und grundlegend, wenn eine Aufforderung gestellt wird, was versteht man denn darunter? Dass man das jedes Jahr machen muss? Wenn ich jemanden sage, hol mir bitte eine Batterie. Eine Aufforderung. Bedeutet das, dass er jetzt die ganze Zeit hingeht, eine Batterie bringt, dann wieder zurückgeht und noch eine bringt, bis ich ihm sage, stopp? Das versteht man nicht aus diesen Begriffen. Der Mann fragte, ja Rasulullah, kulla ab, ja Rasulullah, jedes Jahr? Er hat nicht gesagt, jedes Jahr. Er hat einfach nur gesagt, ja, Yunus Hujju. Der Fragende hat jedes Jahr gesagt, weil die Saison des Hajj natürlich nur einmal im Jahr stattfindet. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also er hat diesen Mann in einer gewissen Weise angeprangert und kritisiert für diese Frage, die er gestellt hat. Er sagte, oh ihr Menschen, wenn ich euch etwas befehle, wenn ich euch etwas verbote, dann meidet es. Und wenn ich euch etwas befehle, dann tut davon, was ihr tun könnt. Und dann hat er ihn nochmal direkt angesprochen, indem er sagte, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Die Unmengen von Fragereien, sinnlose Fragereien, haben diejenigen vor euch zugrunde gebracht. Und daher sagt er auch in einem anderen Hadith, in einem anderen Wortlaut dieser Überlieferung, er sagte, Daruni ma taraktukum. Lasst mich, solange ich euch lasse. Ja, mit der Fragerei. Denn wenn ich euch etwas anbefehlen will, oder zu etwas auffordern will, dann werde ich euch dazu auffordern. Übereilt euch nicht. Dieser Hadith deutet auch darauf hin, dass übermäßiges Stellen von Fragen eine nicht lobenswerte Handlung ist. Übermäßiges Stellen von Fragen, sinnlosen Fragen, die dir weder in Ferne noch in der Nähe nutzen. Oder Fragen, die kein Handeln zur Folge haben. Einfach nur so mal gefragt. Er will es gar nicht machen, aber er will es einfach nur wissen. Oder es sind Fragen, die überhaupt nicht zu Handlungen führen können. Wie zum Beispiel, hat Iblis geheiratet? Ich glaube, Al-A'mash wurde diese Frage gestellt. Und dann sagte er, er sagte, das ist eine Heirat, an der ich nicht teilgenommen habe. Und einer fragte ihn, manchmal muss man auf dumme Fragen dämliche Antworten geben. Einmal fragte ihn jemand, ob er sich im Hajj jucken darf. Weil wenn man sich juckt, können Haare abfallen und so. Ne? Und es ist ja nicht erlaubt, dass der Muhrim sich rasiert oder so. Da sagt er, juck dich, bis du blutest. Oder einmal fragte ihn jemand, Wie hast du geschlafen? Dann ist er gesagt, er kommt mit, hat sich auf sein Bett gelegt und sagte so. Er sagte auch einmal, das hat jetzt nicht mit Fragen zu tun, aber Al-A'mash war so eine Persönlichkeit, die ihren eigenen Sinn für Humor hatte. Einmal hat er mit einem Freund gesessen. Er war aber auch sehr hart in seinem Charakter. Er war ein sehr grober Mensch. Auch so zu seinen Tullab war er sehr hart. Seine Schüler haben viel mit ihm durchgemacht. Er hat einmal mit einem seiner Freunde gesessen und hat ihm die köstlichsten Speisen genannt. Er sagte, ja Fulan, willst du so und so essen? Ganz köstliche Speisen. Dann sagt er, ja bitte. Dann sagt er, komm, gehen wir zu mir nach Hause. Dann ist er nach Hause gegangen
und hat ihn zum Sitzen aufgefordert, hat ihm trockenes Brot gebracht und keine Beilage oder so. Dann sagte er, du hast doch eben von so und so gesprochen. Sagt er, ich habe nur gesagt, ob du das gerne essen möchtest. Nicht, dass ich dir das anbieten will. Das Fragen sollte sich nur auf Dinge begrenzen, die irgendwie die Praxis betreffen, die wichtig für dich sind, die eine hohe Priorität haben. Belanglose, sinnlose Fragen oder Fragen, die du nicht direkt umsetzen kannst oder gar nicht vorhast umzusetzen, sollten gelassen werden. Auch Fragen über Dinge, die noch gar nicht stattgefunden haben. Fragen über Dinge, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Du weißt auch gar nicht, ob sie stattfinden werden oder nicht. All diese Dinge sind zu unterlassen. In dieser Zeit solltest du dich lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Mit der Umsetzung von dem, was du verstanden hast. Oder das Begreifen von dem, was du noch nicht begriffen hast. Deswegen, Zayd ibn Thabit, radiallahu ta'ala an, wenn er über etwas gefragt wurde, fragte er immer, Akan, ist es passiert? Ist es passiert? Ist es aufgetreten? Wenn man ihm sagte, nein, dann sagt er, dann frag, wenn es passiert. Und diese Art von Antwort haben viele der Salaf praktiziert. Viele haben so geantwortet. Ein Mann fragte Ibn Umar, radiallahu anhuma, über den Istilam al-Hajar. Istilam al-Hajar al-Aswad. Das Berühren des al-Hajar al-Aswad. Oder Taqbil al-Hajar al-Aswad. Das Küssen des Hajar al-Aswad, das wurde Umar gefragt, warum man das tut. Umar ibn Khattab wurde darüber gefragt. Nein. Und dann sagte er sagte, Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu faqabbaltu. Ich habe den Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er das getan hat. Darum habe ich das auch getan. Fertig, aus. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ibn Umar wurde gefragt über das Berühren des Hajar. Und dann sagte der Fragende, was ist, wenn ich gedrängt werde an der Stelle? Oder wenn es Stau gibt? Und dann sagt er, er hat immer die Frage so eingeleitet, Ara'aita in Suhimt. Ara'ait, was denkst du, wenn? Oder was ist, wenn? Dann sagt er, Ija'al Ara'aita bil Yemen. Lass Ara'aita im Yemen. Ja, wenn du es tun kannst, tu es. Wenn nicht, dann nicht. Aber diese diese Fragerei und der Tafri', wenn das, was dann, und wenn das passiert, was soll dann gemacht werden? Dieses übertriebene Fragen ist nicht gemocht. Masruq, rahimahullah, er sagt, Sa'altu Ubay ibn Ka'b. Ich habe Ubay ibn Ka'b über etwas gefragt. Und dann sagte Ubay ibn Ka'b ist einer der Qurra der Sahaba. Er sagte, Akana ba'd, ist das schon passiert? Er sagte, nein. Dann sagte er, Ajimmana. Ajimmana. Wisst ihr, was Ajimmana heißt? Ajimmana heißt, dann lass uns so lange ruhen. Lass uns ruhen. Das deutet auch darauf hin, dass Fragen Unruhe auslösen können. Oder nicht? Fragen können Unruhe beim Gefragten auslösen. Unruhe, besonders dann, wenn er tiefgründig nachdenken muss, manchmal bleiben Fragen hängen, auch bei dem Gefragten bleiben sie hängen und zerbricht sich darüber den Kopf, obwohl es vielleicht im Moment gar nicht so triftige Gründe für diese Fragen gibt. Und deswegen sagt er, Ajimmana, lass uns ruhen. Al-Ijmam bedeutet Al-Istiraha oder Al-Iraha. Na, und deswegen sagt er dann, Fa'idha kan, wenn es passiert, Ijtahadna laka ra'yana.
Wenn es passiert, dann werden wir uns bemühen, deine Frage zu lösen. Ja.